Jo Leute, willkommen zurück zum Dark Souls 3 Platin Walkthrough Part 2. Vielleicht mal ganz kurz wieder die Info. Alle Platin-relevanten Items und Funde sind wie immer in der Infobox einzeln verlinkt. Und bevor wir jetzt ins zweite Gebiet gehen, werden wir diesen einen Typen da parieren, wo ich euch im ersten Part gesagt habe, dass ihr das Parieren da üben sollt. Der one-hitted uns fast, ne? Und wir werden da versuchen, jetzt den Typen zu parieren. Lernst es, wenn ihr den pariert, dann habt ihr wirklich schon ganz einen großen Fortschritt gemacht. Kann ein bisschen frustrierend sein, weil der Typ ist nicht leicht zu parieren. Wie ihr seht, Freunde, habe ich schon das Klima ausgerüstet und ich war kurz farmen, nicht viel, aber vor dem ersten Boss die Ritter ein bisschen abfarmen. Und da ist eben diese Rüstung da getroppt, das Oberteil, das ist, kann ich euch zeigen, Lothric Ritterrüstung. Die ist ganz okay, die Rüstung. Und die habe ich mir eben erfarmt. So, wir gehen jetzt zu diesem kranken Gegner. Und werden den parieren. Na, wir haben ein Parry-Schild. Da ist er schon, der Depp. Yes. So macht man das. Jawohl, und auf Wiedersehen. Zack, Todesstoß. Perfekt, Freunde. Er gibt ja 2000 Seelen. Und das Uchi-Katana, verdammt gute Waffe, muss man sagen. Gewände des Meisters und Handschuhe des Meisters. Ja, das ist jetzt nicht so prickelnd, würde ich jetzt einfach sagen. Ja, das ist zwar leicht. Ja, Tarzan-Style. Nö, nö. Bleiben wir bei der Rüstung. Die Handschuhe des Meisters. Ja, die kann ich ja tragen. So, da kann ich eh nicht rein. Genau. Passt, also lernst es, Freunde, lernst das Parieren bei dem, unbedingt. Wenn ihr das drauf habt, dann werdet sehen, ist das Ganze schon wirklich leichter, denn das ist einer der Gegner, was man eben, wie gesagt, am schwersten parieren kann. Hast du was Neues zum Sagen? Nein. So, wir gehen jetzt ins zweite Gebiet. Wir reisen zum Boden der Hohen Mauer. Ich hoffe, bei euch ist alles okay, Freunde. Ich hoffe, euch geht's gut. Die schwersten Zeiten haben wir hinter uns. Corona-technisch. So, wir sind angekommen in diesem wunderbaren Gebiet. Crappen uns die große Seele eines verlorenen Leichnams. Ach, mir gefällt es da herum. Da würde ich gerne ein Lagerfeuer machen und ein paar Knackergrün. So, jetzt haben wir da unten lauter Typen. Das ist natürlich absoluter Scheiß-Szenario. Ne? Es kann nur schlimmer werden, wenn jetzt Hunde kommen würden. Okay, es passiert. Es passiert. Die Typen sind mal los, es ist viel schlimmer geworden. Jawohl, Drop Attack auf beide Hunde. Okay. Tot. Diese Wagen erinnern mich extrem stark an das unsichtbare Dorf in Yharghul aus Bloodborne. Die ganze Gegend da ist sehr Bloodborne-lastig, würde ich einfach mal sagen. Schaut aus wie Zentrum von Yharnam untertags. Oh, es war jetzt ganz schön knapp. So, ich nehme gleich eine Glut zu mir. Da haben wir zweimal Köderschädel und da haben wir jetzt einen ganz wichtigen NPC, Freunde.
Da sind die ganzen toten Pilger, das schaut auch so richtig geil aus, die was wir aus dem Intro gesehen haben. Von da hinten sind wir hergeflogen. Also episch das Game, Wahnsinn, Wahnsinn. Da haben wir noch zwei Heimatknochen. Schaut das toll aus, he? Und einer von denen lebt noch, der Joel. Please grant me death, undo my shackles. Wir sprechen mit ihm. Oh. Oh, then it's true. A champion of Ash, as I live and breathe. To be in your presence is a great honor. I am your. Du kannst mir ins Gesicht schauen, übrigens pilgrim, auch. As you can see, ne? Only du kannst mir auch schauen. Somehow I failed to die as was ordained. Well, perhaps my calling lies elsewhere. Say, Champion of Ash, how does the idea of taking me into your service strike you? I was once a sorcerer. Surely I can be of use. Wir nehmen natürlich seine Dienste an. Oh, I am honored, truly. I should be dead, yet you have granted me purpose anew. I, Yol of Londor, do solemnly swear myself to you. Und ab jetzt ist er im Feuerbannschrein und der ist ganz wichtig für das dritte Ende. Das, was wir gleich im ersten Durchgang eben uns erspielen werden, das komplizierte Ende, sage ich jetzt einfach mal. Aber zu ihm später dann mehr. Jetzt konzentrieren wir uns komplett auf das Gebiet. Heute findet man einige Ringe, 1, 2, 3 Trophäen oder so, werden wir noch sehen. So, Kollege. Na gut, man muss ja nicht immer parieren, ne? Man muss ja nicht immer herausfordern. Man kann ruhiger mal zudreschen. Ach so, da haben wir Leuchtfeuer. So setzen wir uns. Da haben wir nichts. Ja, da geht wieder die ganze Party ab, ne? So, wir gehen da lang. Da kommen zwei Idioten. Absolut zu spät. Jetzt hat mir der andere daran gehindert, dass ich mein Schwert in seinen Wanst ramme. Also setze ich mir nochmal hin. So, jetzt nochmal. Servus, Kollege. So wollen wir das sehen, genau. Und nochmal Backstep. Kann man ein bisschen variieren. Alles Klima ist so geil. Es fühlt sich einfach gut an, mit dieser Waffe zu zocken. So, jetzt erhalten wir was ganz was Nices. Also, ich habe schon erwähnt im ersten Part. Für mich das beste Parierschild, muss ich mal sagen. Ne? Das kleine Lederschild ist, was ich mir auch sofort ausrüste. Und auch hochziehen werde. Ne? Kleine Lederschild. Ja. So, was haben wir da Feines? Und rein in den Rücken. Das sind so kleine Grey Rats und die können richtig unangenehm sein, muss man mal sagen. Verkohltes Harzbündel, zwei Stück. Lebst du? Nein. Besser für dich, Kollege. Besser für dich. So, wir schauen uns um. Ach, so schön in der Bude da. Schaut sich den. Jawohl. Schweinepriester.
haben wir wieder ein verkohltes Harzbündel. Jetzt muss ich kurz schauen, für was das verkohlte Harzbündel eigentlich ist. Fügt rechte Waffe. Aha, Feuer. Okay, Feuerbuff. Auch nicht schlecht. Ich höre doch nur, wenn tapsen da. Okay. Ah, irgendwo ist er. Aber egal jetzt. Ah, wir gehen zuerst am Balkon. Natürlich gehen wir raus. Ganz vergessen. Ah, da wird er sein, ne? Ah, falsch, erwischt. Die verzögern nämlich ein bisschen, das ist oft gar nicht so leicht. Reparaturpulver zweimal und da mal ganz was Wichtiges und Interessantes, ne? Die Leiche schlagen wir runter und jetzt gehen wir runter. Wir rüsten uns gleich mal, also Brandbombe haben wir jetzt nicht mehr. Okay, dann rüsten wir uns eben die Feuerbombe aus. Passt. Die brauchen wir jetzt, ja. So, hier erhalten wir die Knochen von Loretta. Und wenn wir uns erinnern, in Part 1 hat uns der Greyrat, wie er heißt, beauftragt, den Ring der Loretta zu bringen. Und wir haben jetzt ihre Knochen gefunden, sprich, die Dame ist tot und das müssen wir ihnen dann im Feuerbahnschrein auch sagen. So, und da sind jetzt lauter Typen und daneben sind so Fässer und wenn wir da eine Brandbombe draufhauen, dann explodiert die Scheiße. Ja, ist jetzt nicht ganz so der gewünschte Effekt gewesen, aber war nicht schlecht. So, da haben wir auch noch was rein. Jawohl, perfekt. Da crappen wir uns noch eine Seele. So, und da vorne haben wir eine Estuscherbe. Das ist natürlich herrlich. So, unangenehm. Das ist die Schöne an den Claymore. Ah, fuck. Das wird die mich heilen eigentlich. In den fetten Arsch hinein. Autsch. Ja, ja. Das ist eine wilde Drecksau. Ich komme überhaupt nicht zu dir, aber ich haue in den Arsch. So. Ganz ruhig, Dicke. Du hast doch nichts zu melden. Und wieder hinten rein, ne? So, und da haben wir das Objekt der Begierde, die Estuscherbe, Freunde. Arbeiterhose, ne? Ich muss... Genau so, ich muss das wieder reinkriegen, dass die sehr verzögern, die Gegner. Ist überhaupt kein Problem, wir crappen uns noch die Glut. Heilen uns. So, da gehen wir später lang. Diesen Weg gehen wir ein bisschen später lang.
komm hoch. Ja, wo er hat uns schon gesehen. Sehr freundlich. Jawohl, jetzt hat's gepasst. Die verzögern, die täuschen an ein bisschen. Das ist gar nicht so lebend. Eine Brandbombe, wunderbar. Wie gesagt, man muss ja nicht immer machen. Es hat ja keinen Sinn, wenn man nur pariert. So. Das ist das Geile am Klima, wenn man läuft und dann R1, da macht man so einen Drehschlag und der ist halt übermächtig. Ist auch in Demon Souls genau dasselbe Moveset. Morgen! So, gehen wir gleich rein. Schauen wir noch, da ist ja nichts, okay. Nummer sicher, ne? So. Auf Wiedersehen. Und wir halten verkohltes Kiefernharz und gleich unsere nächste Trophäe. Zuerst hauen wir da die Leiche runter. Holen uns das Item. Große Seele. Jetzt lassen wir uns da runterfallen. Und erhalten hier die Trophäe Eid, Krieger des Sonnenlichts. Sehr, sehr nice. Können wir sofort ausrüsten da. Ne? Da haben wir schon zwei Eide, blauer Pfad und Sonnenlicht rüsten wir aus. Und da haben wir eine Estus-Suppe, finde ich sehr nett. Das heilt immer das ganze Leben auf. Ist einmalig. So. Stirb! Gefährliche Gegend da, ne? So, bevor wir da weitergehen, schauen wir kurz in den anderen Raum. Crappen uns das Item. Kleine Titanitscherbe, immer gerne. Jetzt können wir das Klima schon auf plus 2 bringen, was absolut majestätisch ist, by the way. Dieser Falle. So lästig. Sklavenkapuze, warum nicht? So, mein Freund. Die sind böse mit den roten Augen. Darf man nicht unterschätzen. Okay, und somit sind wir eh wieder hier. Na, da sind wir reingekommen. Da haben wir die Estus-Suppe getrunken. Da, genau. Perfekt. Somit weiter im Programm. Immer R3 drücken, anvisieren, ob irgendwo ein Käfig lebt. Na, da sieht man es, da lebt wieder ein Käfig. Zwei leben da. Ein aufgeladener Angriff und die sind tot. Wunderbar. So, jetzt gehen wir da aber gleich mal rechts. Und holen uns da das Item. Da haben wir Seele eines unbekannten Reisenden. Oi, die Dicke hat uns schon gesehen, das ist nicht gut. So, gehen wir in den Raum da. Oh, habt ihr gar nicht gesehen, Kollege?
So. Die Dicke ist natürlich jetzt... Okay, wir machen das ein bisschen anders. Ich hab keinen Bock, da jetzt zu verrecken, ehrlich gesagt. Ah. Egal, jetzt so. Teile ich mich noch einmal. Aber sonst habe ich keinen Pfeil und Bogen. Ja. So, jetzt schießen wir die ab, nämlich die dicke Saudi. Hoppala. Perfekt, da kommt auch ihr Zauber nicht zu uns. Jetzt kann es ein bisschen dauern, Freunde. Ich schneide das raus, aber ist auf Nummer sicher, ne? So, ich habe gerade bemerkt, ich habe noch eine Fat Troll. Die Dicke ist by the way down. So, du stirbst jetzt. Ich habe jetzt eine Fat Troll gehabt, weil ich noch den Bogen ausgerüstet gehabt habe. Das habe ich nicht bewegen können. So, man sieht es da oben. Schweinepriester. Da haben wir die Peitsche, eigentlich eine ganz gute Waffe, sehr unterschätzt meiner Meinung nach. Jetzt gehen wir da rechts. Crappet uns hier die kleine Titanitscherbe. So, jetzt können wir da gemütlich hochgehen, wo die Dicke war. Belästigt uns keiner mehr. Da liegt sie, ne? Schwabbelmonster. Und wir halten die nächste kleine Titanitscherbe. Ja, ist jetzt da in dem Gebiet. Wird schon toll, aber das ist auch gut. Da kann man ein bisschen mehr Waffen aufleveln. Ne? Man soll ja ein bisschen probieren in Dark Souls. Was liegt einem nicht? Dann kommt man wieder mal drauf. Hö. Das war gar nicht so meine Waffe. Und dann hat man genug Upgrade-Materialien und das ist ja sehr fein. Oh Gott, Hodrick fällt jetzt schon ein. Das wollte ich eigentlich vermeiden, dass die jetzt schon einfällt, der Hodrick. Das ist eben ein NPC, darum schaut, dass ihr hier in Glut-Modus seid. So, jetzt versuche ich da... Ich hoffe, er kommt da jetzt nicht rauf, der Hodrick, muss ich sagen. Da ist er schon, da drunten steht er. Okay, alles klar. Der kommt da eh nicht rauf. Jetzt versuche ich, den Crystal Lizard da abzuschießen. Ah, ist schon. Nein, ist nur da. Das wird nix. Okay, muss ich dann nochmal laden? Kein Problem. Toller Sprung. Und eine Fat Troll. Was bedeutet das für uns? Das bedeutet, dass wir zu diesem Leuchtfeuer gehen. Und versuchen jetzt da vorbeizulaufen an Hodrick. Da ist er, der Sack. Hat jetzt nur mittelmäßig funktioniert. Will mir jetzt da nicht hinsetzen, muss ich sagen. Ah, jetzt bin ich tot. Tot durch Fallschaden. Na toll. Ganz, ganz geil. Egal. Ja, springen ist nicht mehr Stärke, das steht fest. Aber kein Problem. Wir müssen in Glut-Modus gehen. Ah, by the way, könnten wir jetzt eigentlich die Esto-Scherbe kurz einlösen in den Feuerbahnschrein.
bevor ich das vergesse und die Esto-Scherbe einlöse. Heilung ist Heilung, Freunde, ne? So. Verstärken, ja. Und jetzt haben wir schon 7 Heilungen von 15. Also sehr, sehr gut. Fast die Hälfte. Abbruchreife Brücke. Jetzt stellen wir uns den Hodrick. Der ist sehr leicht zu parieren. So, er fällt ein. Wo ist er, der violette Depp? Da ist er. Na, voller Motivation, jumpt da runter. Ich hasse es, wenn er das macht, der Sack. Er hat keine Heilung mehr. Drecksau. Na! So, er ist tot. Schnell weg. Verpiss dich, du fettes Schwein. Tod. Abfall, ja. Mehr bist du nicht wert, mein Freund. So, jetzt habe ich natürlich da viel Heilung, viel Estus verbraucht, aber ich habe zwei harte Kämpfe hinter mir, so ist es ja nicht. Nicht vergessen, da den Sprung noch zu machen. Ich will das jetzt schaffen, da in die Seelen. Jetzt haben wir den Sprung auch geschafft, super. Und meine rostige Münze. Somit setzen wir uns jetzt nochmal ins Leuchtfeuer. Und gehen weiter. Da können wir noch nicht lang, ne? Erst ein bisschen später. Jetzt gehen wir da lang. Jetzt wird es gleich sehr interessant, Leute. Ja, das ist, kann man. Tot. So, jetzt wichtig, Freunde. Abfall, ja, schon wieder. Ganz wichtig, jetzt den jungen weißen Zweig ausrüsten. Denn jetzt macht es Sinn, das Ganze. Denn wir sehen diesen weißen Baum. Oh, da fliegen die Raben weg wie in der Hemwig-Knochenstraße. Und da oben ist ein Riese, der schießt, ne, mit Pfeile runter und der würde uns auch abschießen. Nur durch das, dass wir den jungen weißen Zweig haben, trifft er uns nicht. Er verletzt uns nicht. Ne, er hilft uns da praktisch. Bam, wie im Weltkrieg, ne? Es ist super, weil das wäre echt eine ungute Stelle. So, wir heben auf die verstärkte Keule. Einen jungen weißen Zweig, eine Glut, eine Seele, junger weißer Zweig und nochmal junger weißer Zweig und große Seele eines verlorenen Leichnams. So, jetzt ganz was Wichtiges und Platin-Relevantes. Wir springen darüber und haben hier den ersten von 5 untoten Knochensplitter, mit dem wir am Leuchtfeuer unseren Estus verstärken können.
natürlich sensationell. Wir gehen direkt weiter. Arbeitergewänder. Da haben wir jetzt auch noch zwei Items. Also, genau, zwei Items. Erstmal haben wir das, glaube ich, das Kleriker-Set. Das brauche ich aber nicht, ehrlich gesagt. Aber da oben ist wieder so ein kleiner Arsch. Ne? Seh nix. Tod, der hat auch einen Zweihänder. Da haben wir das Kleriker-Set. Wird verkauft. Und ganz wichtig jetzt, haben wir die erste Asche. Asche eines Bestatters. Und die müssen wir dann im Feuerbahnschrein der alten Dame geben. Und dann können wir uns auch, dann erweitert sie ihr Verkaufsinventar. Und dann können wir uns auch einen Schlüssel kaufen, den was wir dann brauchen in diesem Gebiet. Ganz wichtig. So, Riese, bitte einmal zur Hilfe. Danke. So geil, das ist eine coole Idee. Achtung, ein Böser. Parieren. Ah, der droppt die Harpe. Es gibt übrigens keine Waffentrophäe in Dark Souls 3. In Dark Souls 1 schon, im Bloodborne auch. Dark Souls 3 nicht. Könnt ihr verkaufen, wie ihr wollt. So, einmal umdrehen, darüber sprengen oder rübergehen. Und eine tolle Waffe finden, die Großsense, ne? So, sehr, sehr geil, würde ich einfach mal sagen. Läuft ja schon wieder ganz okay. So, da wird es zum Boss reingehen. Da gehen wir auf keinen Fall rein, denn wir müssen, da ist by the way ein Shortcut, den öffnen wir auch jetzt. Wir müssen nämlich zuerst noch einen Eid leisten. Den kann man nur leisten, bevor wir den Boss da getötet haben. Wenn der down ist, ist der Eid nicht mehr zu machen, sondern erst wieder im New Game Plus. So, da haben wir wieder ein Hundi. Und eine dicke Alte. Ich hasse diesen fliegenden Wurm da. Was ich nur mehr hasse, wenn sie Hunde einmischen. Ah! Ich hasse Hunde in From Software Spiele. Boah, da geht's zu. Ach Gott, ich verliere die Kontrolle. Verpiss dich, du Doggy! Sorry. Alles unter Kontrolle. Es geht so schnell in Dark Souls 3, dass man wirklich da die Kontrolle verliert. Na, da mischen sich zwei Hunde ein, kommen zwei Gegner und eigentlich ist man schon wieder fast im Arsch. So, da haben wir noch eine herrliche Glut. Aber das macht ja den Reiz auch aus. Na, ist ja nicht so. So, jetzt gehen wir da hoch. Hallo, ihr armen Teufel. Das ist echt gemein, wenn man dieses Item da aufhebt, ne? Das wäre fast runtergefallen. Es ist eigentlich nur eine Seele, kann man sagen. Ein gemeiner Hinterhalt. Ich verbrauche viel zu viel Estus, aber ist komplett wurscht.
komplett egal. So, da gehen wir noch nicht lang, denn da kommen wir dann von hinten. Zeige ich euch gleich. Wir gehen mal da runter. Da ist doch nur irgendwo ein Hund, oder? Da haben wir noch ein Item. Komm, Kollege. So, jetzt gehen wir da runter. Da ist der Hund. Drop Attack. Tot. Da haben wir Ratten. Und Achtung, im Nebel lauert was Böses. Da haben wir den Cestus, das ist eine sehr starke Parierwaffe. Oh, die ist hässlich, ne? Und wir erhalten durch das Töten dieser Ratte den Blutbissring. Ganz wichtig für die Platin, ne? So, für da brauchen wir den Schlüssel dann. Klettern wir da hoch und öffnen hier wunderbar die Tür zum Leuchtfeuer. Wir reisen zurück in den Feuerbahnschrein. Geben als erstes sofort die Asche her. Schattenasche hergeben. Asche eines Bestatters. Gracious, passing fine ash thou hast given. Let this ash bestow nourishment. I only hope these new wares content thee. Jetzt haben wir neue Waren. So, was haben wir jetzt? Haben wir unter anderem da mehr Glut und diesen Schlüssel, na, den Grabschlüssel, den kaufen wir uns jetzt. Super. Und die Fackel kaufen wir uns auch gleich. Passt. Ashen One. So, jetzt werden wir leveln. Welcome, Husby. Very well, then take note. Ich würde mal auf 20 Vitalität drauf gehen. Farewell, Ashen, may the. So, nehmen wir noch die ganze. Wir können ja einiges verkaufen, ne? Das machen wir auch gleich. Und zwar Reparaturpulver braucht man nicht einmal. Ich brauche die ganze. Die könnt ihr verkaufen oder nicht? Ich brauche die ganzen Waffenbuffs nicht in diesem Game. Die Seelen kann man, wie gesagt, ploppen oder verkaufen. Die Bossseelen ja nicht verkaufen, ne? Abfall, ja, braucht man nicht. Bande der Wirbelsäule brauchen wir schon natürlich. So, da verkaufen wir jetzt nur die ganzen Sachen da. Uchikatana, ich spiele nicht damit. Cestus hebe ich mal auf, zum Parieren eventuell. Das Schild verkaufe ich jetzt und das auch. Kaputte. Und weg mit dem Gewand. Kommen wieder einiges zusammen. Passt. Ashen One. So. Welcome, Husband. Very well, then. Hey. Kondition vielleicht einmal, ha? Kondition und Belastbarkeit, ja.
farewell. So, dann haben wir noch ein bisschen was zu erledigen. Und zwar gehen wir jetzt zum Kreeret und sagen ihm, dass die Loretta down ist. Da sitzt er. Oh, hello, you're back. And in one piece. Well, now it's time I do my part, huh? Knochen von Loretta hergeben. Ja. Heavens, she was already dead. Thank you. I'm not surprised, though. Almost a relief, really. You can keep the ring. Jetzt können wir den Ring behalten, ne? Well, a little trinket of thanks, I suppose. So, wir kaufen jetzt nur Pfeile. Brandpfeile, na, normale. Passt. Goodbye. Das war jetzt vielleicht nicht so intelligent. Jetzt habe ich kein Geld mehr, dass ich die Waffe level. Jetzt verkaufe ich nur was anderes schnell. Aha. Was kann ich jetzt nur verkaufen? Das war jetzt echt keine gute Idee, Leute. Ich hab nichts mehr. Geht jetzt noch nicht. Das war jetzt nicht so intelligent. So, dann gehe ich jetzt zurück. Und zwar reisen wir zur Abbruchreifenbrücke und befreien jetzt unseren nächsten sehr, sehr wichtigen NPC. So, jetzt können wir da rein, ne? Sind irgendwie niedlich, die Ratten. So, jetzt haben wir den Schlüssel und können wir eben da jetzt öffnen. Die Rotgriff-Hellebarde ist sicher eine interessante Waffe, aber habe eigentlich so noch nie gespielt. Achtung, die bauen sich wieder zusammen. Seele. Hoppala. Der holt ja lang aus, ne? So. Rein da. Wo bist du jetzt gekommen, mein Freund? So. Ah, schnell. Nein, nein. Schwerer Edelstein, super. Kleine Titanitscherbe. Noch eine kleine. Oh Gott, wo kommst denn du, du Idiot? Was war das für eine Scheißaktion? Kannst du das erklären? Der springt einfach von da oben runter. Das ist doch der pure Wahnsinn, Dicker. Der haut sich einfach da runter, Wahnsinn. Oh, wir halten seine großen Machete. Das ist natürlich eine geile Waffe, aber
gibt es später mal. 167. Nein, ist nicht so gut. Der Typ, ha? So ein irrer Vollidiot. Das ist gefährlich, denn die Ratten, da müssen wir schnell sein, die spawnen unendlich. Heiligen Talisman, ne? Hoch mit uns. Die brauchen wir gar nicht bekämpfen. Die spawnen unendlich, wie gesagt. So, und da haben wir schon die Lady. Ne? Da machen wir jetzt den Shortcut auf. Who is that? Someone there? Anyone? Oh, please, whoever you are, touch me. The dark surrounds me, nibbles at my flesh. Little creatures, they never stop biting. So please, hold out your hand and touch me. Berühren. There you are, so close indeed. Then I am not entirely alone just yet. Praise the merciful gods above. Wir erhalten die Geste Gebet. Oh, forgive me. I am Irina of Karim. I came to this land so that I might be a firekeeper. Your touch has freed me from the darkness. You are a champion, then. I am weak and unfit to tend the flames. But if it would not trouble you, might I enter into your service instead? Wir nehmen definitiv Ihre Dienste an. Sehr wichtige NPC für Platin. Oh, thank you, sweet champion. I shall take my vows. I, Irina of Karim, solemnly swear to serve you. Und auch sie ist jetzt im Feuerbannschrein. Verkauft uns Zauber. Und ist ja noch nicht fertig. Der Typ ist ihr Aufpasser quasi. Another one of those unkindled, are you? All you faceless undead. Behaving as if you deserve respect. Now you've gone and rescued the wench. How very quaint. Pitying creatures that are beyond help. Very well. I'm sick of looking after her at any rate. I'm Egon. A knight of Karim. I am allied to you for as long as you assure the girl's safety. And only for that long. Genau, sobald wir ihr feindlich gewidmet sind, ist ja auch böse. What's the matter? My terms are very simple. I am allied to you and only... Der kommt dann auch in den Feuerbannschrein, der unnütze Typ. So, müssen wir aufpassen. Ah, der hat uns schon gesehen, oder was? Nein. Die werfen mit ihren Töpfe. Na, ich hab schon einen in die Fresse gekriegt, ne? Ja, beide ist schlecht, würde ich mal sagen. Eine ist okay, beide ist schlecht. Musst du aufs Klo oder was ist der Problem? So, dann gehen wir da hoch. Crappen uns noch die Seele. Da haben wir, glaube ich, einen Köderschädel nochmal. Ja, drei Stück sogar.
Eigentlich könnte man die ja ignorieren, aber wenn nur einer herkommt, ist kein Problem. Stirb, Dicker. Ich nehme viel zu viel Schaden, aber es macht nichts. Es sind überall links und rechts Leuchtfeuer verteilt. So, du bist tot. Das ist nicht schlecht. Zweite Großmachete. Und jetzt heben wir noch das Item da auf. Eine Glut, sehr fein. So, da gehen wir jetzt noch nicht weiter. Wir gehen jetzt zurück. Gehen da hoch praktisch. Und gehen jetzt am Anfang vom Gebiet, habe ich gesagt, dass wir da über die Brücke noch nicht gehen. Und genau da gehen wir jetzt hin. So, ich nehme einen Homeward Bone. Leuchtfeuer der letzten Rast. So, und wir reisen jetzt. Ist ein bisschen umständlich, gell? Und zwar zur untoten Siedlung. Reisen wir jetzt. Das Ganze könnte man in einem Lauf auch irgendwie machen, aber den Weg kenne ich nicht genau, wie man das ganze Gebiet praktisch in einem durchmacht. Lana trifft er mich mit seiner Heugabel da. Ich glaube, da hängt ein Item dran, aber das hätte ich ja gewusst. Gut, war mein falschen Anvisieren. Ich will den anvisieren. So, tschüss. Kleine Ärsche. So, da gehen wir lang. Hängt da was? Nein. Komm. Wieder zu spät. Wahnsinn. Also genau, die schießen jetzt mit Brandbomben. Darum gleich die Fässer wegmachen und da rechts vorbeigehen. Es ist echt eine ungute Stelle, da ich hasse sie. Da sind so viele kleine Gegner. Und da. Die schießen mit Pfeile, also so richtige Ärsche. Und sicher um die 10 oder so. Mit uns. So, wo haben wir noch einen? Heimatknochen.
Ah, da ist noch einer. Schaut sich das an. Ja? So. 6 Stück Brandbomben. So, jetzt gehen wir da runter und da liegt ein Item. Das Plankenschild und da haben wir einen wichtigen NPC. Another Nana disappeared. The ground can carry the cage. He ever has his cage. And Nana's never coming back. So come into the cage and become Nana's shade. Und den müssen wir auch unbedingt ansprechen, bevor wir den Boss besiegen. Ne? Da gibt uns jetzt den Tipp, dass wir in den Käfig sollen. Dazu ein bisschen später mehr. So. Gehen wir da hoch. Und da haben wir diesen Typen, ne? Der greift uns nicht an. Wir werden jetzt zuerst da vorbeilaufen und dann versuchen, das Item zu bekommen. Da hauen wir drauf und dann spammen wir X. Jawohl, den Flammenring. Wie heißt er? Das ist eine ganz gefährliche Stelle, Freunde. Wo haben wir dann die Ringe? Der Flammenstein-Plattenring. Ganz wichtig. So, und jetzt steigen wir bei diesen Typen da ein, hinten. Und das geht nur, wenn der Boss noch lebt, ne? Und erhalten gleich unsere nächste Trophäe. So, wir laufen zu dem Kerl, geben uns zuerst das Item auf. Kriegsgott Holzschild. Jetzt reden wir mit ihm. Well, what's up? This pit is for hollows, not for the likes of you, sane folk. Or perhaps you are a hollow, posing as otherwise? In der Tat. Yes, yes. Then we are just fine. It's important to know who you are. But we'll all be mad soon enough. And should you be undead, well, all the more so. Beware. The shackles of the gods are fragile. You might need this. Etch it on your heart if you feel your sanity slipping. Trophäe, Eid Wallbauer, ganz versteckter Eid, wie gesagt, und ist nur zu erreichen, wenn der Gebietsboss noch lebt. Come here to pile up your victims, for that will form your anchor. You'll see when you go mad. They'll be your family. You'll go mad. Take my... So, da haben wir einen Altar, ne? Und Bande der Wirbelsäule darbieten, das müssen wir später erst erfahren. Im Endgame, das sind die schwersten Trophäen.
So, ist da noch was? Nein, und ich glaube, da kommt man auch nur mit den Heimatknochen wieder raus. Glaube ich, dass man nur mit dem Heimkehrknochen wieder rauskommt. Ich gehe trotzdem kurz zurück in den Feuerbahnschrein und level jetzt meine Waffe hoch. Das Gebiet ist ganz schön verwinkelt, muss man sagen, gell? Ganz schön verwinkeltes Gebiet. Ah, das ist gut nicht. Claymore, plus 2. Und jetzt brauche ich schon... okay, eine kleine Titanitscherbe fehlt mir noch. Jetzt verkaufe ich die ganzen Waffen. Ashen One. Welps, very well then hate. Farewell, Ashen One. Jawohl, Einstufe in Vitalität. So, jetzt müssen wir mal Progress machen. Da hinten haben wir jetzt alles erledigt, den kleinen Weg. Wir müssen jetzt zwar nochmal da zurückgehen, aber den kleinen Weg haben wir da jetzt erledigt. So, da laufen wir jetzt einfach durch, würde ich sagen. Ja, ja. Ich sehe nichts. Ja, die Waffe ist schon einige stärker. Ich krieg so auf die Schnauze in dem Gebiet. Das ist abnormal. Es funktioniert ja gar nichts. Du Sack. So. Ich werde ein bisschen ungeduldig. Jetzt gehen wir da rein. Hier erlangen wir die große Seele. Und da haben wir jetzt die Tür. Spitzenmäßig. Und jetzt werden wir da. Ach, du kleiner Sack. Hä? Du kleiner, kleiner Sack. Jetzt werden wir hier lang gehen. Laufen da durch. Das machen wir gleich. Tot, tot, tot.
So, jetzt werde ich versuchen, da irgendwie rüber zu kommen. Ein bisschen eine... Verpiss dich. Jawohl. Haben wir erledigt. So, da haben wir ein Leuchtfeuer drinnen. Aktivieren. Und jetzt dann. Können wir uns eigentlich hinsetzen auch. Jetzt können wir da hochgehen und die Feuerwerfer töten. Dann haben wir da nämlich unsere Ruhe. Wer da nicht andauernd bombardiert. Ich sehe gerade gar nichts. So. Die hätten uns das Leben nämlich da. Na, der macht uns eh noch zur Hölle da. So, ganz, ganz wichtiger NPC jetzt gleich, Freunde. Da. Wir befreien Kornix. Haben die Handaxt. Da ist der Kornix. Aha, unkindled, are we? Welcome to my abode. I am Kornix, an old pyromancer. A crow in his cage, as you see now. But here we are, an encounter for the ages. I hear the unkindled make for fine vessels. Care to learn some pyromancies from this old man? Der nächste NPC, wir bitten um Unterricht in Pyromantie. Most wise. A chance encounter should not be squandered. To reiterate, I am Kornix of the Great Swamp. The pleasure is mine. So, auch er ist jetzt im Feuerbahnschrein und verkauft uns Pyromantin. Ich fände es uns tatsächlich ein bisschen übertrieben in Dark Souls 3, wie viele NPCs das da gibt. Das ist echt krass. So, jetzt schauen wir, ob wir da eh nichts vergessen haben. Dann gehen wir auch schon runter. Hier haben wir, ich glaube, es ist eine Seele, oder? Genau, Seele. Und ganz wichtig da hinten, für Pyromanten ein absoluter Top-Ring. Der Feuerclown-Ring, der was die Pyromantie verstärkt, also richtiger Top-Ring. So. So, kurze Aufnahmeunterbrechung, kurz ans Leuchtfeuer und da haben wir jetzt noch etwas. Man sieht die Leiche da, ne? Da rüsten wir uns jetzt den Pfeil und Bogen aus. Schießen die Leiche runter. Und bekommen die Partisane. Partisane. So, Freunde, jetzt können wir eigentlich schon langsam das Gebiet. Kommen wir schon langsam ans Ende. Wir haben jetzt noch einen Part da vor uns. So, laufen wir jetzt da durch. Vorbei an die ganzen Gegner.
danke. Mitten in die Fresse, ne? Hammer. Ey, ey, ey. Hast du Scheiße im Schuh? Hast du Scheiße im Schuh? Ich hasse mein Leben oft. Warum bringe ich mich immer wieder in solche Situationen? So, wir öffnen die Türe und werden da einen legendären NPC begegnen. Achtung, nicht draufhauen, ne, das habe ich am Anfang gemacht. Gleich mit draufgehaut. Siegmeier! I was absorbed in thought. I am Siegvert of Katarina. To be honest, I'm in a bit of a pickle. Have you ever walked near a white birch only to be struck by a great arrow? Well, if I'm not mistaken, they come from this tower. Whoever it is, I'm sure I can talk some sense into them. But I have to find a way up. And that's just the trouble. This lift only goes down, you see, and... Well, that doesn't get me anywhere. Hat jetzt das Problem, dass dieser Lift nur runterfährt, aber das stimmt natürlich nicht, ne? Wir werden das Problem gleich lösen. Jetzt fährt er runter. Aber natürlich fährt da eine andere Plattform von oben nach unten. Und jetzt können wir rauffahren. Und können mit dem Riesen da oben jetzt Frieden schließen. Weil wenn wir das jetzt machen würden, dann würde uns der Riese praktisch jetzt auch in Ruhe lassen, ohne dass wir einen weißen Zweig ausgerüstet haben. Denn dieser Riese ist es, der was die Pfeile da schießt. Da steht er, schaut richtig cool aus. I help anytime. Ich helfe jederzeit. I help anytime. Jetzt haben wir Frieden geschlossen quasi. Schauen wir da noch, ob da noch was liegt. Passt, jetzt fahren wir runter. Jetzt kommt ein harter Gegner. Jetzt hören wir gleich Jetzt haben wir gehört. Da steigen wir dann noch aus. Aber jetzt fahren wir ganz runter. Zur Eisbestie. Und zum nächsten Leuchtfeuer. Und zwar zum Leuchtfeuer vor dem Gebiet, wo wir das nächste Mal hingehen. So, jetzt sind wir hier. Und das ist echt ein harter Gegner. Da haben wir noch eine Glut, denke ich. So, den kann man apparieren. Aber schwer. Wahnsinn, der Typ. Öffnet das Tor da.
Dann setzen wir uns hier ans Leuchtfeuer. Part der Opferung, da gehen wir beim nächsten Mal hin. Und dann kann man ja in Ruhe immer wieder probieren und bekämpfen. Man kann ihn auch... ja, der ist so krank, wirklich. Der ist so, man kann ihn von dort schießen, ne? Wahnsinn, der Typ. Komm. Okay, jetzt haben wir bekommen das gute, gerade Uritil-Schwert dieser Eiswaffe. Jetzt können wir uns aber nochmal hinsetzen. Denn der Typ ist einmalig. Den kann man parieren. Es hat keinen Sinn, den zu parieren, weil das steht einfach nicht dafür. Ich habe das einmal geschafft, dass ich den pariere, aber das bringt ja nichts, weil da ist parieren definitiv nicht die beste Methode, den zu töten. So, und jetzt... Oh! Oh, fuck! Geil! So sterbe ich in Dark Souls, ne? Das Spiel geht mir oft richtig am Arsch, muss ich wirklich sagen. So. So, jetzt fahren wir nach oben. Runter mit uns. Perfekt. So, da sitzt jetzt der Siegmeier, dem was wir jetzt geholfen haben, dass der Lift wieder funktioniert, also dass er das checkt. Und man sieht, da unten ist ein Feuerdämon und den bekämpfen wir jetzt mit dem Siegmeier. Ah, oh, don't disappear like that, you had me downright worried. But thanks to you, an epiphany has struck me square in the head. I've unraveled the riddle of this inscrutable lift. On some days I begin to doubt myself. I went up the tower, so I thought, then somehow ended up here. I'm not exactly sure what happened. Anyhow, do you see that? That humongous beast? I'm no coward and I've a steady hand, but that thing makes my skin crawl. How now? Think twice before you go down that road. So, wir kämpfen jetzt gegen den und der Siegmeier hilft uns. No! You should have waited! Well, it's too late now. I, Siegward of the Knights of Katarina, fight by your side! Ah! Achtung, Explosion! Gott. Jawohl, down.
Und wir halten den feurigen Edelstein. Ganz wichtig. Und zwei Gesten jetzt. That was quite a performance. But you mustn't get in over your head. We unkindled must put our duties first. But for the moment, we've a toast to make. Also wir halten mir Siegbräu, ne? Das ist eine Heilung eigentlich, aber mit der machen wir was Cooles, dazu später mehr. To your valor, my sword and our victory together. Long may the sun shine. Wir erhalten die Geste Anstoßen. Well, I'm going to have myself a little nap. The only thing to do, really, after a nice toast. Und die Geste Schlafen. Danke, Sigurd. Seine Quest geht später weiter. Und jetzt erkundet man das kleine Gebiet da. Da finden wir auch auf jeden Fall einen Ring, einen sehr guten Ring. Eigentlich einer der besten Ringe, also mir fehlen sogar zwei Ringe da. Moment. So. Ein Item. Die Großkeule. Das Nordland-Set, das hat der Krieger aus Starter-Set. Rotes Käferkügelchen, zwei Stück. Da kommen jetzt gleich Hunde. Schaut sich das an, ha? Wie machen wir das am besten? Das machen wir am besten so, weil wir haben ein Wurfmesser, nein, haben wir nicht. Okay, dann nehmen wir Pfeil und Bogen. So. Sehr gut. Köderschädel. Jetzt kommen gleich die Hunde. Noch einer, denke ich, oder? Ja. So, wenn wir die Kiste öffnen, dann bricht alles zusammen, die ganze Welt, ne? So. Aber nicht so schlimm. Die schauen schlimmer aus, als wir das sind, ne? Fünf Seelen und da haben wir menschliches Herz, vier Stück. Und nochmal eine Seele. Mir bricht aber auch immer wieder die Aufnahme ab seit letzter Zeit, das gibt es gar nicht.
Ups, falsch pariert. Ah, okay. Schwert ausrüsten wäre nicht schlecht. Muss man ehrlich gesagt sagen, ne? So. Nein, ich komm nicht zu dir. So, in den Po. Ja, die Menge feiert. So. Jetzt. Blinds Ring müsste da liegen. Jawohl, wir haben Flints Ring. Schauen wir mal, ob wir überhaupt schon... Was macht der genau? Verringert Belastung, erhöht körperliche Angriffe. Eine verringerte Belastung erhöht körperliche Angriffe. Rüst mal aus. Was können wir noch reintun? Erhöht die Feuerschadensminderung, erhöht die Blutungsresistenz. Erhöht Schadensminderung bei gering... Ja, können wir anziehen. Ring der Opferung nicht, ne? Denn der zerbricht ja. So, jetzt schaue ich, bevor wir da endgültig zum Boss gehen, was wir gleich machen. Jetzt bekommen wir nämlich den besten Ring. Müssen wir da rüber? Jetzt springen wir da rüber. Jawohl. Und erhalten da haben wir, glaube ich, einen Heimkehrknochen. Jawohl, zwei Stück. Und jetzt dann... Sehr wichtig, denn da... Ah, herrlich. Den Chlorantiering, das ist einer der besten Ringe. Chlorantiering für schnellere Ausdauererholung. Ein Traum. Und das Mirror Set, was eigentlich auch sehr gut ist. Das könnte man uns eventuell anziehen. 16, 10. Schau mal, wie blöd das ausschaut. Ja, gar nicht so blöd. Obwohl, warum sollte ich es nehmen, wenn das andere besser ist, ne? Perfekt. So, eigentlich sind wir durch mit dem Gebiet. Nur mit der Boss wartet. Nur noch der Boss wartet. Ich überlege gerade, wir haben alles. Ist ja, war jetzt nicht der beste Part bis jetzt. Das stimmt natürlich, gebe ich euch komplett recht. So, da wird es zum Boss gehen. Ja, wieder mal ist mir jetzt die Aufnahme abgerissen, Leute. Es ist echt nicht mehr lustig. Das ist mir jetzt schon zum fünften Mal passiert bei diesem Part. Gott sei Dank nicht mitten im Bosskampf. Ciao, Bruder. So, da haben wir schon den Boss, ne? Das ist das fluchverderbte Großholz. Ein absolut schrecklicher From Software Boss. Einer der schlechtesten, designtesten aller Zeiten. Ich hasse diesen Boss. Der ist mir sehr unsympathisch. Muss ihm halt nur auf seine Eier hauen, ne?
Wieso bricht er jetzt schon ein? Nix. So, wahnsinns schlechter Boss, muss man sagen. Trophäe erhalten, fluchverderbtes Großholz, die Seele des fluchverderbten Großholzes und den Wandlungsofen. Endlich haben wir ihn. Der Bosskampf zieht mir runter, Leute, der ist so schlecht designt. Es ist, glaube ich, einer der Top 3 schlechtesten Bosse aller Zeiten von From Software. Aber wir haben das Gebiet geschafft, ist das nicht herrlich? Zurück zum Feuerbahnschrein. Oh, es war ein anstrengender Part. Ich muss wieder mehr Dark Souls 3 spielen, schaut's aus. Also ganz fit bin ich nicht mehr. Genau, jetzt gehen wir zum Ludev und geben ihm den Wandlungsofen. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Habt ihr sowas schon mal gesehen? Fret not for I. Wandlungsofen hergeben. Oh, belike it is a transposing kiln in thy perceiving better days, but methinks it now trans intro. Ja, bla bla. Und jetzt können wir uns aus Bossseelen Waffen schmieden, ne? Aber ich würde damit nur warten, wegen dem ganzen Zauber und so. Aktuell ist eh nichts. Naja, das ist schon was Gutes dabei. Wort's Großhammer ist sehr stark, braucht man 30 Stärke. Das Hüllenschlechter Großschwert ist eigentlich auch sehr gut von der Seele vom verderbten Großholz. Braucht man 18 Geschick, aber für uns ist da jetzt nichts dabei. Und Hohepriesters Auge ist ein Ring, den brauchen wir sowieso. Aber ich glaube, den finden wir im Spiel so auch noch. Bin mir nicht sicher, wir lassen es dabei noch. So Leute, Schnauzemann. Für heute beende ich den Part. Nächstes Mal geht's weiter am Pfad der Opferungen. Ein furchtbares Gebiet und dann kommt der Sumpf. Und wenn man die zwei Gebiete so hat, ne, dann ist eigentlich die Schlimme von Dark Souls 3 vorbei. Das sind die großen Schwächen meiner Meinung nach. Pfad der Opferung und der Sumpf ist die größte Schwäche von Dark Souls 3. Das schlechteste Gebiet. Aber ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns sehr bald wieder zum Bloodborne, sage ich, zum Dark Souls 3 Platin Walkthrough. Für heute bin ich raus, euer Jack FromSoft.